Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Formel 1 2017 hier bei Onkel Poppy auf dem Kanal. Ich bin Onkel Poppy und wir machen heute etwas anderes. Und zwar zum einen ohne Facecam. Ich bin nach wie vor noch von der Gamescom gerade erst zurückgekommen und habe jetzt noch keinen Bedarf oder keinen Bock drauf gehabt tatsächlich. Hier die ganze Rückwand aufzubauen und sowas alles bedarf ja immer ein bisschen Aufwand dazu, weil ich habe sie zur Gamescom abgebaut, damit das hier nicht eine Woche lang aufgebaut rumsteht und es keiner nutzt. Deswegen habe ich es einfach alles weggeräumt. Dementsprechend heute ein Rennen ohne Facecam und ich werde, das ist das Hauptmenü, ich werde mir heute die Events mal anschauen, denn es gibt ein Event Modus auf bei Formel 1 2017, wie es unten steht, ein Event ist ein einmaliges herunterladbares Rennszenario, das dich mitten ins Geschehen zieht und dir bestimmte und auf dich zugeschnittene Ziele vorgibt. Das heißt nichts anderes als eine Challenge oder sowas. Und das ist halt der Knackpunkt. Dieses Spiel ist seit Freitag offiziell im Handel. Ihr könnt es kaufen oder unten in der Videobeschreibung ist ein Link, ein Affiliate-Link zu, ich glaube, Amazon. Müsste man mal gucken. Klickt mal drauf, wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr darüber bestellen. Ihr bezahlt nicht mehr, aber ihr unterstützt mich dadurch. In diesem Sinne, wir gehen mal aufs Event und gucken uns das ganze Ding einfach mal an. Das Event. Wir haben noch 3 Tage und 10 Stunden zur Verfügung. Das heißt, dieses Ding handelt sich natürlich, dreht es sich um Belgien auf Spa-Francorchamps. Da, wo auch die aktuelle Formel 1 im wahren Leben tatsächlich gerade gastiert. Ich glaube, aktuell während der Aufnahme ist sogar, glaube ich, das Qualifying, muss ich jetzt lügen. Wir sind Zielvorgabe, das Rennen gewinnen, ist klar. Fahrer Max Verstappen ist nicht unbedingt so mein Favorit, aber gut. Team natürlich Red Bull Racing gehört dazu. Nach einem bedauerlichen Vorfall beim 2017 Formula One Pirelli Belgian Grand Prix steht Max Verstappen mit einer kaputten Spitze. Achso, Nase vorne, okay. Und großen Rückstand da. Wird es ihm gelingen, das Platz zu finden und einen unvergesslichen Rennsieg hinzulegen? Das wollen wir mal hoffen. Wir gehen mal rein und schauen uns das ganze Ding mal an. Wir laden es mal. Ich denke mal, es braucht ein bisschen länger. Oder auch nicht. Es ist Sonntag und das heißt, es ist Formel 1 Zeit hier in Spa. Schalten wir doch mal runter an die Strecke, wo die Autos gerade für den großen Preis von Belgien vorbereitet werden. Kann es sein, dass das gerade geregnet hat? Dass ich da im Hintergrund Regen gehört habe? Okay, Freunde, dann wollen wir mal starten. Wir wollen mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich habe im Moment noch keine Idee, was es ist. Auf der Übersichtkarte eben ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Man muss so ein bisschen auf die Details achten. War tatsächlich Regen zu hören? Also muss ich echt sagen, das ist jetzt so mein persönlicher Eindruck, dass da Regen zu hören war. Wir gehen einfach ins Spiel rein. Ich hoffe, er läuft, weil ich habe so ein paar grafische Umstellungen, Umänderungen durchgeführt. Mal sehen, ob das funktioniert. Oh, das sieht gut aus. So, pass auf, jetzt geht's hier. Wow! Natürlich das Lenken nicht vergessen, liebe Freunde. Oh, wir sind im virtuellen Safety Car, okay. Warum? Status? Status Report? Oh fuck, ich habe keinen Flügel. Lol, Boxenstopp. Bestätigt, du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Ja, lol. Funktioniert? Alles dabei? Ich muss immer dran denken, ich mache ja Speedlimiter und sowas, alles mache ich ja alleine. Alter Schwede, wie krass. Oh, los, macht hin, Leute. Das kann nicht wahr sein. Also, da müssen wir Platz 5. So, wir können los. Platz 5, Platz 6, Platz 7. Scheiße, es wird immer mehr. Freunde, wir müssen ein bisschen Gas geben jetzt. Wir müssen zusehen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Und dann geht das ab dafür. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Zu dicke Finger. Dann wollen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. 7. Platz, Freunde. Dann müssen wir mal schauen. Wetterbericht. Das Radar sagt Wetterveränderungen in ungefähr 5 Minuten voraus. Sei wachsam.
Fuck. Also doch Regen, habe ich doch richtig gehört. Okay. Da müssen wir mal gucken, das war denen irgendwie eine Warnungsstrecke überschrieben. Sie verarschen? Ich war noch mit beiden Reifen voll auf dem Rasen. Ich meine, voll auf der Strecke. Na gut, pass auf, dann machen wir das anders. Dann, Setup ist aber gut. Ist das vorgegeben? Ich habe jetzt keine Ahnung. Okay, pass auf, da vorne sind schon mal zwei. Also ganz ehrlich, dieser komische Vogel hier auf der Spitze vor mir, der geht mir tierisch auf den Puffer, muss ich echt sagen. Also die Leute, die dieses Auto gerne fahren, ich weiß nicht, was man daran finden kann, dass man da so einen komischen Funkturm vor mir hat. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die sind nicht ganz so schnell. Was? Ohne Witz, das kann es nicht sein. Geht er ab hier? Nice. Tut mir leid, Kimi. Aber das kriegen wir alles hin. Okay, rotes Ausrufezeichen ist nie gut. Ich habe es völlig vergessen, den Flügel aufzumachen, ohne Witz. Ziel ist Rang 1. Vettel? Also so gerne ich ihm das in Wirklichkeit wünsche, dass er das Rennen gewinnt. So sehr wünsche ich mir, dass er es jetzt nicht schafft. Scheiße, kein DRS. Okay. Also auf gerade. Gut rausgekommen. Top Speed. Läuft. Aber ich darf hier jetzt nicht über die Abweiser so weit rüberfahren. Zumindest nicht so lange, die hier zu zweit am Kämpfen sind. Haut ab. Schön dran vorbeigeschossen. Platz 3. Nice. Das Problem ist ja nur, du darfst dich nicht zu weit raustragen lassen, ey. Sonst kriegst du wirklich Probleme. Gerade wie wir mitgekriegt haben, dass das Spiel hier sehr streng reguliert. Hartes Event, aber nice try. Und wie immer natürlich komplett ohne Fahrhilfen, ne? Ist alles aus, nix an. Das habe ich den Leuten auf dem Messestand auch gesagt. Dass sie das zwar versuchen sollen ohne Fahrhilfe. Die sind tatsächlich bessere Zeiten gefahren. Die fanden auch, dass es angenehmer zu fahren. Also wer Lenkrad fährt, ich rede jetzt nur von den Lenkradleuten. Wer mit Lenkrad fährt. Wir glauben, dass es bald zu regnen beginnen wird. Nee, ich aber nicht. Wie gesagt, wer mit Lenkrad fährt, der sollte das echt mal ausprobieren, alles auszuschalten. So, jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir den Typen da wieder einholen. Dass wir nach vorne kommen. Wer ist da? Ricciardo, mein Teamkollege. In diesem Fall. So schön Fullspeed durchgetreten, hocheiern. 300 Stundenkilometer. Aber ich glaube, die reelle Formel 1 fährt tatsächlich schneller. Ich glaube, die fahren 308 oder sowas hoch. Und am Ende der langen Geraden 330. Nein. Jetzt bitte keine Strafe verhängen. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Vielleicht habe ich ja echt die Chance, dass ich trotz des Regen, angekündigten Regen, oder vermeintlich angekündigten Regen, durchfahren kann. Das wäre natürlich awesome. Ich habe aufgeholt auf die Beine. Nice. Ach, da sind Lappen. Hallo, Herr Kollege, lass mich mal durch. Ich hab's eilig. Hab noch ein Date. Hallo, Herr Vettel. Da sind wir doch schon. Nice. Kinderspiel. Hätte man da die Schwierigkeiten noch irgendwie erhöhen können oder so? Alter, da rammt er mich weg. Ohne Witz. Was das denn für einer? Herr Vettel. Machen Sie ihn da.
Hallo, Herr Wehrlein, ich bin da. Auf dem Flügel. Nice, Sir. Ich muss aber auch sagen, dass die Inneneinsicht hier im Red Bull angenehmer ist als... Boah, scheiße. Als im Ferrari, weil ich kann mehr in die Spiegeln sehen. Scheiße, 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 scheiße. 3 Sekunden, okay. Ja, nice. Aber ich hoffe, wenn ich jetzt genug Abstand hinbekomme, dass mir die 3 Sekunden tatsächlich scheißegal sein sollten. Ganz im Zeichen des wilden Holländers. Jetzt wirst du aber böse. Was für Schaden? Ich hab doch nichts weiter gemacht. Bin doch nur gefahren. Also sollte ich mal etwas weniger reden, dann liegt das daran, dass ich mich hier so ein bisschen konzentriere und nicht unbedingt ins Redegeschehen kommentieren kann. Also die Sache ist auch, man kann ja nicht allzu viel wirklich kommentieren, was jetzt hier dieses Spiel betrifft. Man sieht es ja, es sind ja meistens nur irgendwelche Bilder, die man sich angucken muss. Oh oh. Leicht verbremst, aber egal. Blaue Flaggen schon wieder zu sehen. Ist da schon der nächste? Oh oh. Jetzt geht's aber ab hier. Statusreport. Du führst das Feld an. P1. Viertel hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 3,3 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Noch 7 Runden. Okay, 3,3 Sekunden. Das ist nicht viel, Freunde. Gerade wenn es jetzt nur anfangen soll zu regnen. Muss ich vielleicht ein bisschen freundlicher zu den Reifen sein hier, wa? 13 Prozentpunkte, na ja, gut. Nicht ganz so viel abkürzen, bitte. Dann kriegen wir das Ganze auch hin. Okay. Vorne ist bescheiden der Reifenzustand. Aber hinten ist es noch brauchbar. Mal auf, dann versuchen wir einfach mal, weil ich habe ja die Hoffnung, wenn es wirklich noch anfängt zu pissen, dass die anderen reinfahren, ist halt mein Plan, eiskalt draußen zu bleiben und das versuchen auszunutzen. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir jetzt ein bisschen wegfahren und Zeit gewinnen, wenn die nachher dann sich die Intermediates holen. Dass sie dann, wenn sie Zeit gut machen, oder sie werden definitiv Zeit gut machen, aber eben halt so weit ausreichend, dass ich dann so weit ausreichend Vorsprung habe, dass ich die 3 Sekunden tatsächlich Vorsprung habe und mir den ersten Platz dann eben nicht mehr wegnehmen können. Wie man sieht, ich verliere knappe Sekunde. Alter. Nicht schlecht. Okay. Vielleicht auch dem Zustand des Autos mit verschuldet, aber ich möchte es nicht beschreien. Ich vermute einfach mal, dass die Reifen tatsächlich so weit abgenudelt sind, dass ich zu hart gebremst habe zum Beispiel. Verstehst du? Nicht schlecht. Noch 4 Runden. Dann wollen wir mal schauen. Oh, Mr. Palmer. Die Geräusche der Mauer, das hört sich eh pervers. Alter, in der Kurve. Warum zieht denn der da nicht einfach durch? Krass. Aber danke fürs DRS. DRS. So, ich versuche einfach mal hart am Ball zu bleiben und dann mal sehen, wie gesagt, was bei rauskommt. Also ich hoffe ja. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 17,9 Sekunden. Fuck off. 17,9, Alter. Okay, ich glaube, da bin ich dann...
Gut dabei. Ich habe eben gerade einen Schlag abbekommen. Habe ich voll im Lenkrad gemerkt. Volle Möhre, Alter. War da eine Kuhle oder ist das Auto in den Arsch gegangen? Ein paar Informationen zu Vettel. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Nix gut. Ich werde aber auch langsamer, Alter. Eine Sekunde. Motor ist aber alles grün, okay. Ein bisschen mehr auf die Strecke konzentrieren. Das wäre schon nice. Ich habe auch die Vermutung, dass es auf Zeit geht bei diesem Event. Weil man dann so eine, haben wir ja gesehen eingangs. Da gibt es ja auch so eine Weltrangliste oder eine Freundesrangliste, global und local und sowas alles. Also local vermute ich mal, dass es sich da, oh Regen, vermute ich mal, dass es sich da um Europa beschränkt. Wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwo reinrutschen können, zeitentechnisch. Das wäre natürlich richtig awesome. Es wird feucht. Okay, du hast Lilla drauf. Würden Sie mich bitte nicht aufhalten? Dankeschön. So, ich versuche jetzt wirklich noch draußen zu bleiben, so lange wie es nur irgendwie geht. Aber ich weiß nicht, was der Schlag war. Ich bin da rechts auf die Curbs draufgekommen. Ja, macht gar nichts. Dann fahre ich lieber eine Sekunde langsamer. Aber ich kann hoffentlich draußen bleiben, weil die Reifen haben noch gut Temperaturen. Das ist voll in Ordnung. Das merkt man auch, dass sie noch gut dabei sind. Und ich hoffe, dass es jetzt keine sinnflutartige Überschwemmung gibt oder so. Ist auch das erste Mal, dass ich hier mit Regen fahre in diesem Spiel. Leichter Regen. Damit kann ich leben. Hoffe ich. 30 Sekunden. Aber ich denke mal, für Intermediates wird es noch zu trocken sein. Nur halt nicht auf die Curbs kommen. Das wäre alles. Super easy. Die Windgeräusche oder Fahrgeräusche von der Mauer rechts, die sind ja awesome. Aber man merkt schon, es geht langsamer als die Rouge hoch. Da wollen wir mal schauen. Ich bleibe trotzdem mal im vierten, auch wenn ich jetzt hier deutlich langsamer durcheiere, wie man sieht. Alter. Na? Schiebt ein bisschen vorne rüber. Ein bisschen untersteuern jetzt. Dem Wetter verschuldet. Oder geschuldet, sag ich mal so. Na, mal schauen. Wetterbericht. Der leichte Regen wird eine Weile anhalten. Richtig cool. Also ich müsste, das Einzige, was ich noch lernen müsste, sind jetzt die Sprachbefehle. Weil ich noch nicht alle kenne. Man nimmt ja meistens nur so die Standardsachen halt, ne? Aber es gibt ja viel, viel, viel mehr, die man ausnutzen kann. Und ich meine auch, dass es möglich ist, dass man die Reifenwahl und so weiter auch per Sprache angeben kann. So, lieber ein bisschen früher bremsen. Ich habe ja genug Abstand zum Rückmann, zum Hintermann. Und von daher will ich jetzt nichts weiter riskieren. Noch zwei Runden. Wir fahren weiter, wir bleiben draußen.
durchgetreten. Ich bin hart auf dem Gas geblieben, aber es ist wirklich dem Wetter geschuldet, dass man hier langsamer wird. Vettel ist Dritter, okay. Wow. Schon fängst du an zu blockieren hier. Muss man schon so ein bisschen aufpassen, wie man hier fährt, in der Tat. In der Tat. Wir hätten das immer gesagt. Achso, das war irgendeine Tamponwerbung, ne? In der Tat. Genau, irgendwas war da gewesen. Wer es kennt, schreibt es doch mal bitte ins Kommentar rein. So, wir bleiben mal fest auf dem Gas und versuchen uns nicht rauszudrehen. Aber in der Spur zu bleiben. Aber wir holen auf, Freunde. Wir holen nochmal weiter auf. Wir sind nicht die langsamsten im Feld. Ein Hülkenberg. Der parkt erstmal, okay. Grüne Flagge. Alter, ich dachte eben schon. Verwarnung, Streckenbegrenzung übertreten, du Arschloch. Ohne Witz. Entschuldigung, dass ich das sage, aber ich habe doch dadurch keine Zeit gewonnen, keinen Zeitvorteil gehabt. Ups. Hallo, Rutschpartie. Eine Runde noch. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. 10 Sekunden verloren, ey. Boah. Krass. Was haben wir denn hier? 46 Sekunden Vorsprung. Leute, da sind die 3 Sekunden Strafe nicht wirklich ins Gewicht gefallen. Dann fahren wir doch mal easy peasy measy, ganz gechillt nach Hause hier, würde ich sagen. Mit einem defektierten Frontflügel. Defektierten. Vorsichtig mit dem Bremspedal. Also, sobald du es zu weit durchdrückst, du gehst sofort in die Volleisen. Und dann kriegst du eben die Blockade hin. So, Herr Quert, wir überholen die auch nochmal. Das machen wir ganz einfach. Wow. Jetzt merkst du die Feuchtigkeit auf der Strecke. Etwa 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, brauchen wir nicht. Das heißt doch, die Ehrenrunde, die musst du auch noch mit einrechnen. Weil selbst wenn du in der Formel 1 auf der Ehrenrunde stehen bleibst, weil du deinen Sprit so knapp bemessen hast, kriegst du noch nachträglich eine Strafe für tatsächlich. Deswegen, du musst so viel Sprit im Tank haben, nachher, dass du dein Auto selbstständig in die Box bringen kannst. Gelbe Flagge. Wo? Warum? Wieso? Weshalb? Hier. Wofür? Ach, links. Alles klar, okay. Haben wir gesehen. Oh, Ruckler. Kleine Ruckler. Warum? Wofür? Habt ihr die auch gesehen, die Lecks? Hat das was einfach mit der Übertragung der Zeiten zu tun? Und gewonnen! Woo! Genießt die Bilder, Max Verstappen. Erster im Grand Prix von Belgien. Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich, eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. So, Freunde, wir haben es geschafft. Fertigkeitsbonus 11 mal 2800 sind 30.800.
Wir haben eine Gesamtzeitpunktzahl von einer ganzen Menge, 565.000. Das heißt, Ziel, das Rennen gewinnen, ist vorbei, haben wir geschafft. Gesamtpunktzahl haben wir insgesamt 690.538. Ich weiß nicht, wo wir sind. Neue Ranglistenposition 1232. Also man kann das sicherlich noch etwas verbessern. Das müssen wir nochmal schauen, wie wir das hinkriegen. Liegt wahrscheinlich eher am Set. Dementsprechend mal schauen, wie es weitergeht. Wir gehen mal weiter. Max Verstappen hat natürlich gewonnen. Session mal starten. Wir gehen auf weiter. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal machen können. Das muss ich jetzt lügen. Aber das werde ich mir oft genug mal angucken. Wenn euch der Part gefallen hat und ihr auch diese Bonus-Sachen da sehen wollt, dann, oder diese Event-Sachen, steht ja gerade, wenn ihr die sehen wollt, da 1233. Platz bin ich, wenn ihr die sehen wollt, dann bitte Aloy, KI-Fahrerstufe 110. Ach, guck mal, das kann man sogar auch hochstellen, nice. Ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, dann weiß ich Bescheid, dass euch das gefallen hat. Dann würden wir, glaube ich, in Zukunft die ganzen Events durchkauen und jedes Mal sowas als Sondersache machen. Danke euch jedenfalls fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder zum nächsten Part von Formel 1 2017. Die Tage machen wir das auf jeden Fall. Da fangen wir nämlich die Singleplayer-Kampagne an. Sprich die normale Meisterschaft und oder Karriere, ne? Karriere machen wir. Wir machen Karriere. Habe ich ja gefragt auf Twitter, welches Auto ich fahren soll. Ist noch nicht ganz rum, die Abfrage zum Zeitpunkt der Aufnahme. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, sprich heute ist Sonntag, wird das echte Rennen in Spa gleich bald anfangen. Wer Bock drauf hat, auf Sky oder RTL, die übertragen das und dann viel Spaß beim Zuschauen. Danke fürs Zuschauen jedenfalls. Und noch einen schönen Sonntag. Bis morgen. Ciao.